Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch eine weitere tägliche FUTMESS SBC Lösung vorstellen. Und falls ihr das, wie gesagt, jeden Tag haben wollt, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Ihr seht hier schon meine Lösung. Bei meiner Lösung habe ich insgesamt 3 Spieler, die Loyalität haben. Das Ganze braucht ihr aber nicht. Ihr könnt die Spieler 1:1 so nachkaufen und somit diese SBC abschließen. Ihr seht es, ich habe 93 Chemistry, ich habe 3 Spieler mit Loyalität. Wenn ich die nicht mit Loyalität hätte, hätten wir 90 Chemistry und das würde auch reichen. Und deswegen senden wir das Ganze ab. Wir bekommen dafür ein 45k-Set, also wirklich verdammt geil das Ganze, denn diese SBC hat mir nur circa 8000 Münzen gekostet. Ja Leute, ihr habt richtig gehört, wir haben einfach mal 37.000 Münzen gespart. Ey, das ist verdammt krass, einfach ein 45k-Pack für so wenige Coins. Und dann würde ich sagen, drücken wir einfach mal drauf in 3, in 2, in 1. Let's go. Schauen wir mal, was in diesem Pack drinnen ist. Come on, es sollte schon eine Leinwandkarte sein. Es ist eine Leinwandkarte, jawohl. Come on, bitte, bitte, bitte. Irgendeine gute Nation. Oh, 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 oh. Ah, verdammt. Okay, das ist Mascherano. Boah, das hätten jetzt einige sein können. Das hätte die Maria sein können zumindest. Das hätte vielleicht ein Pastora sein können. Ein Aguero natürlich. Vielleicht sogar ein Lionel Messi, Higuain, Dybala. Da wären jetzt einige Karten dabei gewesen. Und wir ziehen leider nur Mascherano. Da hätte, wie gesagt, jetzt echt was Krasses kommen können. Aber es ist in Ordnung. Es ist immerhin ein Leinwandspieler. Natürlich, Mascherano wird nicht viel wert sein. Der wird nur ein bisschen was kosten, weil er einfach an sich ein 83er ist. Und zwar, ja, kostet er hier circa 2,5k wahrscheinlich. Aber ihr könnt natürlich hier alles gut verkaufen. Wenn ihr es abstoßt, dann bekommt ihr schon mal 5000 Münzen. Und dann könnt ihr da die Spieler natürlich auch ein bisschen teurer verkaufen. Also die Coins bekommt ihr eigentlich im Normalfall wieder raus aus diesem Pack. Deswegen würde ich euch auch raten, diese SBC auch zu machen. Und ja, Freunde, das war es auch schon wieder mit dem kurzen Video für heute. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, wenn ihr jeden Tag davon sehen wollt, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welche Videos ihr in nächster Zeit sehen wollt. Eher wieder Trading, vielleicht mal dein Team. Schreibt mir das einfach in die Kommentare. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.